Es ist wieder Schnickschnack-Zeit. Schnickschnack. Schnick. Es wird zaubernd. Schnickschnack. Ach ja. Hi Ricky. Hi Morg. Ja, wir haben heute hi Christian und hi Ricky. Ja, wir haben eine lustige Morg, Truppe aus Netzwerklern und externen Leuten. Aus Netzwerken, dessen Name hier aus Gründen, die nicht erwähnt werden müssen, nicht genannt wird. Genau, eigentlich überhaupt nicht erwähnenswert und überhaupt nicht erwähnenswert, dass es nicht erwähnenswert ist, aber es ist erwähnenswert. Mhm. Aber ja, der Ricky Mania aber nicht erwähnenswert. Genau, der Ricky Mania ist dabei, einfach nur weil ich bin ein cooler Typ. Ist ein cooler Typ. Er verkauft Krebs. Er verkauft richtig. Krebs auf dem Dom, auf dem Hamburger Dom. Richtig. Das ist ziemlich geil. Da können wir mal vorbeikommen mit einer Kamera und dann sagen, jetzt filme ich das und dann ist das voll GC Live. Richtig. Also nicht GC Live im Sinne von, dass es live ist, sondern Leben. Das ist ziemlich verwirrend. Und das GC stimmt auch nicht so ganz. Aber wieso? Gaming Clerks. Ja, aber er ist nicht bei den Clerks. Aber nee, er. Aber ich. Er lebt ja das GC. Ist mein Leben. Mein Leben. Ich will aber was über sein Leben hören. Ja, das kann er dann ja erzählen. Im Sinne von GC Live with Life from Others. Richtig. Mit Z geschrieben. Gut, okay. Dass wir das geklärt haben. Ja, wollen wir nochmal zum ersten Projekt kommen. The Boozy, the Hoodie with a Secret. Ich mach mal auf Abspielen, dann können wir hier angucken. Dann sehen wir hier. Erstmal, sie haben sich irgendwo ein After Effects Intro gekauft. Das ist schon mal cool. Immerhin. Und dann sehen wir das Boozy da, das Logo so, wow. Wow. Und dann haben wir Lady Daddy mit Hoodie Look. Und Hidden Flask in the Hood. Und du kannst halt, also in anderen Worten, du kannst halt mit den Soup-Benzel kannst du dein Getränk saufen. Alter. Natürlich in den USA gemacht. Warte mal, das sind Strohhalme. Das sind Strohhalme. Oh mein Gott. Ich hab gedacht, zum Aufpusten ich glaub, das ist was Großes. Das wird was, ich sag euch das. Guckt sie euch an, man sieht überhaupt nicht dumm damit aus. Man sieht super damit aus. Ja. Nicht ganz so cool wie eine Trinkmütze, aber ist ein Anfang. Ja. Das stimmt wohl. Ja, das sind die beiden Herrschaften, die das hier herstellen. Die machen das aktuell per Handarbeit und die suchen oder sammeln jetzt das Geld, damit sie eine große Produktion draus machen können. Grundsätzlich ist es halt einfach nur ein Hoodie, der hinten so eine Art Flasche drin hat. Ich denke mal, so ein Plastikdingsbums, wo du was einfüllen kannst. Und ja, diese Schnüre sind dann halt der Strohhalm. Und so trinkst du halt dein Getränk. Irgendwie ist das cool. Kennt okay, ihr... und was macht man, wenn man den Strohhalm aus Versehen rauszieht? Man kennt das von richtigen Kapuzen. Der ist doof. Bekommt man den dann wieder rein? Ja. Da gibt's auch bestimmt ein Kit, oder? Das geht schon irgendwie. Das wird schon irgendwie möglich sein. Aber kennt ihr diese aus den Simpsons kennen wir doch auch, diese Cappies, wo man zwei Biere drauf packen kann? Ja, ja. Habt ihr das mal ausprobiert? Ich hatte so ein Teil mal. Ich noch nicht. Leider nicht. Also ich hab das ausprobiert. Ich wollte es immer. Ja, ich hab das mal ausprobiert, hab mal eben zwei Cola-Flaschen draufgepackt. Und dann kam die leichte Problematik. Die Kohlensäure ist, sobald das bei dir ankommt, weg. Komplett weg. Oh. Weil durch den Plastikschlauch dauert es einfach zu lange und die Kohlensäure verabschiedet sich und du hast dann einfach nur Zuckerwasser mit Farbe anstatt Zuckerwasser mit Farbe und Kohlensäure. Hm. Das bedeutet, es ist eigentlich eher sowas wie wenn du jetzt, weiß ich nicht, irgendwie Whisky trinkst. Für die Safttrinker. So. Ja. Oh. Oder Saft natürlich geht auch oder sowas halt. Ein Wäschchen. Ich meine, das ist eine nette Idee, wenn du unterwegs bist oder im Kino und du willst da halt trinken, Getränke reinschmuggeln, das ist gar nicht so blöd. Du kannst auch einfach in die Tasche packen, du wirst nicht gefilzt am Eingang. Ja. Ja, das kannst du auch. Aber dann kommen sie mit ihren Nachtsichtgeräten und laufen durch den Saal und sagen, du! Hast das ist das Berufsrisiko eines Schmugglers. Richtig. Das stimmt wohl. Kenn ich. Kennst du? Ja. Ja, das sind diese Krepp-Leute. Arschlöcher, diese. Wie lange reden die jetzt eigentlich noch? Die reden ewig. Das ist ein Pulli mit Strohhelmen. Ich hab schon gestoppt. Was wollen die noch dazu erzählen? Das ist einfach nur ein Pulli mit Strohhalm. Das geht noch eine Minute. Wir haben schon verstanden. Du kannst daraus trinken. Wow! Oh mein Gott. Jetzt erzähl mir dir noch 3 Minuten mehr darüber. Ah ja, du kannst 2 Flaschen anbringen, ne? Dann sind immer so Doppelpower. Alter. Das ist unendlich. Es gibt sogar Boozy-Shirts. Boozy-Shirts, Boozy-Trinkgläser. Dann kannst du bestimmt so anzapfen und dann das reinträufeln lassen. Klasse oder so. Und das Beste ist... Trinkgläser, Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Es gab doch noch eine Möglichkeit, Dinge zu trinken. Gläser. Verdammt, oder Flaschen. Oh mein Gott. Dosen. Oder Becher. Mein Gott. Wir sollten auf Kickstarter damit gehen. Ja, ich kauf mir einen. Ja, ich kauf mir auch einmal einen. Wie teuer sind die überhaupt? Early Bird war $65.
$95. $95 für den Spaß. Das ist ein Pulli mit einem Strohhalm. Wieso kostet der $95? Ja, sag das mal den ganzen YouTubern, die ihre Hoodies verkaufen für 100 Euro. Entschuldigung. Die haben aber keine Strohhalme. Ja, hätten sie mal Strohhalme. Ich würde ihn kaufen. Hätten sie Strohhalme, dann würde ich vielleicht sogar, weiß nicht, von YouTuber XY Null Talent kaufe ich mir. Bam. 100 Euro weg. Yes. Ich habe eine geile Idee jetzt für den T-Shirt-Shop. Ja. Die gehen bei dir bestimmt weg wie... Krebs. Alles Krebs, genau wie deine Krebs. Hoodies. Wie diese Hoodies. Ja. Wir müssen mal wieder eine Party veranstalten. Ich will eine Krebs haben. So, sonst. Ja, ja. Sag Bescheid. Das ist gut, dann machen wir eine Krepp-Party. Geil. Geil. Okay, kommen wir mal zum nächsten Projekt, weil ich glaube, das ist durch. Wir haben eine Wallet. Wallet? Das ist lang, hat mir keine Wallet. Wie viel ist das? Christian hat alles gezählt und er blendet die Zahl jetzt ein. Hör auf damit. Ich will nicht Post-Production was zu machen. Hör auf, mir Arbeit zu machen. Hier nochmal die Zahl. Na, lass es. So, ich spiele das Video ab. Sie haben nämlich Stop-Motion gemacht. Ne, das Stop-Motion, das ist nicht ganz so schön gemacht, aber es ist nett. Ich mag sowas. Es ist nämlich the slimmest Wallet ever. Again. Even okay, slimmer. Darf ich die übliche Frage stellen? Natürlich. Kleingeld. Nö. Ah. Es gibt in dieser Welt kein Kleingeld. Man muss natürlich einen Vorteil sehen, die Amerikaner haben einen One-Dollar. Schein. Ja gut. Aber dennoch werden sie Kleingeld bekommen wahrscheinlich. Die werden auch ihre 99 Cent Sachen haben. Ja. Boah, ich habe mir schon angewöhnt, wenn ich 99 Cent zahlen muss, dass ich immer sage, behalten Sie den Cent. Ich habe keinen Bock. Was hast du erst jetzt gemacht? Ja, ich bin ein bisschen spät auf dem Training. Ich zahle eigentlich oft mit Karte. Das ist eigentlich so mein Ding. Aber so 99 Cent will man immer ungern mit Karte zahlen, weil alle hinter einem an der Stange immer sowas sagen wie jetzt hat eine Karte für 99 Cent. Es dauert das ewig. Ja, man zahlt auch nicht mit der Karte. Das geht doch bei den meisten Läden gar nicht. Geht erst ab 5 Euro. Ja, geht erst ab 5 Euro. Bei welchen Läden seid ihr denn? Also bei unseren Drogeriemärkten und bei Penny und so und Edeka und so geht das. Tatsächlich ist aber auch lange her, dass ich für unter 5 Euro wirklich Einkauf gegangen bin. Ja, du mit deinen YouTube-Millionen. Das ist kein Wunder. Mhm. Du kaufst ja auch immer gleich Luxussachen. Ja. Du kaufst nicht gut und günstig. Du kaufst teuer und noch besser. Ist lange her, dass ich über 5 Euro eingekauft habe. Siehste? Da siehst du mal jemand, der noch richtig auf dem Boden geblieben ist mit seinen Krebs. Ja. Gut, vielleicht sollte einfach nicht Krebs verkaufen, sondern irgendwas, was Geld bringt, aber hey. Hey! Wallets. Wallets. Da wären wir beim Thema. Übrigens, Wallets, ne? Hier. Das Ding, das hat übrigens so ein Dash-Dingsbums, so wie er sieht, so ein kleines Guckloch. Dann kannst du mit deinem Daumen so wusch, eine Sache rauswuschen. Christian? Dashen. Ja. Ich sehe dein GIF mit 60 FPS. Weißt du, wer es nicht sehen wird? Der Zuschauer. Verdammt. Ich sehe... Ah, da ist ein GIF. Glaubst du, das sind 60 Bilder? Ne, ich weiß nicht, das eine. Das wurde so rein indem er den 500er da von der einen in die andere Seite packt, was mir sehr praktisch zu sein scheint. Ja, ich meine, das kannst du Tag und Nacht machen. Guck mal, mein Geld vermehrt sich. 60. Guck mal, jetzt ist der Schein weg. Jetzt sind wir da. Oh, ein Zaubertrick. Uiuiuiuiui. Das ist alles in Echtzeit hier. Das macht er jetzt gerade live. Ja. Und Stretch-Material zum... Stretchen. Kannst du Sportman machen. Und der Hund kann auch drauf rumkauen. Nee, der kaut nur im Schuh rum. Okay. Na dann. Nein, nein, ich bin Hund. Warum macht er das? So, lass mich raten, die hat schon genug Geld bekommen. Ja. 66.000 hat die und das 5.000 war das Finanzierungsziel. Ja. Was ist denn los mit den Leuten? Der Steven Warum sind Elliot. Die so verrückt danach? Der Steven Elliott hat sich gedacht, wenn andere eine Wallet machen, die erfolgreich ist, dann mache ich auch eine Wallet, die erfolgreich ist, weil jede Wallet ist erfolgreich auf Kickstarter. Und so war es dann auch. Ja, es ist einfach, Wallets sind... Der Shit auf Kickstarter. Scheiß auf diese Videospiele. Scheiß auf Ukulele und so. Und Kack. Wallets ist das Ding. Wallets. Damit machst du Geld. Das sollte mal der Castlevania-Typ machen. Ja, Wallets. Castlevania-Wallet. Vampir-Wallets. Vampir-Wallet. Ich hab Passen die Herzen Idee. Rein, die aber nicht deine Leben auffüllen. Wir machen jetzt ein Kickstarter-Projekt. Wallets mit Strohhalm und was zu trinken. Wir machen Gromit und Wallet. Ah. Stop Motion. Okay, wie teuer ist denn der Spaß? Hier, $15 kriegst du Dash 4.0 Wallet of your choice. Slim your wallet now. Wieso 4.0? Das ist schon die vierte. Was? Moment, das heißt, es gab schon vier von den Dingern?
Bedeutet, dass diese 3033 Unterstützer haben wahrscheinlich schon eins. Ich meine, ja, also, ich mein, jetzt gibt es halt vier. Also, hatten die jetzt auch schon. Ist das so eine iPhone-Sache, dass man jedes Jahr jetzt eine neue Wallet kaufen will? Ja. Geil. Können wir mal insgesamt auch über den Nutzen davon sprechen? Ich sehe gerade bei dem Vorschaubild, die muss ja möglichst klein sein, damit sie in seine hintere Hosentasche passt. Aber das muss sie gar nicht. Das ist eine große Hosentasche. Verdammt! Hat er so einen großen Arsch? Du hast keine kleine Mini-Handtasche. Warum brauchst du sowas? Um das ist nicht. Ich weiß aber gar nicht, warum ich irgendetwas brauche, um meine verdammte eine Karte dann da reinzupacken, weil mehr passt da eh meistens nicht rein. Ich kann meine Hosentasche verwenden. Ist genauso sinnvoll. Das ist alles totaler Quatsch. Oder wie ich immer sage, Hemdtasche, aber einige glauben ja an Hemdtaschen nicht. Was? Du packst Sachen in Hemdtaschen? Ach, fickt euch doch alle, ich hasse euch. Ja, mach ich aber auch. Aha! Ricky, ich wusste, du verstehst mich. Wir sind halt. Ja, du machst dasselbe wie Ricky. Ja. Gute Arbeit. Moment. Voll Idiot. Gehen wir lieber zum nächsten Projekt, bevor ich mich am Kopf und Kragen spreche. Rump! 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 Das ist, glaube ich, ein deutsches Spiel. Sebastian Schenk. Haha. So. Das ist ein Jump and Rump. Jump and Rump! Es handelt von Wesen, die keine Beine haben. Deswegen müssen sie über den Boden rüber rumpen. Die Sonne sieht glücklich aus. Das kann nicht glücklich sein. Da ist der beste. Ich spule mal ein bisschen vor, dass man. Hier, Gameplay. Bam! Oh, Gameplay. Das wird Unreal 4 Engine gemacht, also mal was anderes. Statt Unity. Für was ist denn das? Ich hab nicht zugehört, für was das ist. Laufen die auf ihrem Arsch? Sie haben ja keine Beine. Warum nicht? Ja. Damit sie besser rumpen können. Ah! Damit sie rumhumpen. Rumpen. Okay. Ist das für PC oder Mobile? Das ist auf jeden Fall PC. Ah ja, ich sehe da gerade in der Maus auch auf so einem Bild. Wenn das Mobile ist, dann würde ich sagen, wow, wir haben weit gebracht in Sachen Mobile gerade. Deswegen wollte ich vorher nachfragen. Sieht aber ganz nett aus. Es sieht ein bisschen hektisch aus, finde ich, so von Gameplay her. Also so also Mini-Plattform und sowas. Das ist. Also ich habe noch ein bisschen Angst vor dem Design, aber ich würde es gerne mal ausprobieren, so an sich. Ah ja, sie haben alle Capes, das ist das Wichtige. Ne? Ja. Da gibt es auch Raketen und sowas alles. Items. Und das ist jetzt quasi so eine Art Speedrunners in 3D, oder was? Ja, mit Inspiration von Mario Kart und Speedrunners. Ja, sieht so aus. Klingt eigentlich ganz nett. Könnte was werden, also. Jo. Jo. Es ist halt. Ich habe halt echt Angst. Ich habe halt unfassbar Angst vor der Steuerung, ich weiß nicht. Es gibt sogar schon eine Demo. Eine Demo? Ja, Free Demo on Steam, wenn du ein bisschen runterguckst. Verdammt, sollten wir mal ausprobieren. Ist sie mit online oder nur offline? Ich weiß es nicht. Mit einem kleinen Tutorial und ein paar größeren Maps, damit du frei rumhüpfen kannst und das Spiel testen. Ich glaube, das hat kein Online. Okay, dann ist wahrscheinlich offline, alles klar. Wenn es online wäre, dann würde ich sagen, also, machen wir sofort. Ja, jetzt, sofort. Jetzt, instant, bam. Bam. Aber nein, ist nicht, okay. Okay, schade. Gut, Ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, um darüber sonderlich viel sagen zu können über das Spiel. Da sind Leute, die rumhüpfen. Also, das ist mehr gibt's noch nicht wirklich zu sehen. Fangen wir mal die Thematik an. Ich finde die Thematik sehr seltsam. Ich finde seltsam, dass wir Wesen spielen, die keine Beine haben. Ja. Finde ich seltsam. Naja, sie haben auch keine Arme, wenn du mal genauer hinschaust. Sie haben Arme. Insgesamt keine Gliedmaßen. Sind sie wie Rayman? Ja, nur haben sie keine fliegenden Hände. Das sind arme Schweine. Es fehlt nur, dass sie irgendwie taub, stumm, blind sind und dann haben wir den Salat. Und am besten auch kein Gefühlssystem. Das heißt, die Haut kann nicht registrieren, dass man sie berührt. Und dann haben wir einfach nur eine biologische Heizung. Jetzt sind wir ethisch komplett am Tiefpunkt angekommen. Ja. Ich wollte gerade einen Spruch bringen, der wäre noch schlimmer gewesen, aber okay. Ja. Dafür ist da ein Batman dabei. Batman, na, kein echter Batman, weil sonst würde ja Warner Brothers kommen und sagen, du. Ich bin Batman. So, mal gucken. Was muss man denn hier machen? 20 Euro für eine Copy of Rump. Und man kriegt, man ist in den Credits, aber man kriegt ein Wallpaper. Geil. Wallpaper, wirklich? Ich würde aber 20, also ich würde 15, ist ja eigentlich der Normalpreis. Warum kann man 20 holen? Naja. Was ist das eigentlich, dass Leute Wallpaper für sowas als Belohnung geben? Wenn du 5000... Ich kann jetzt bestimmt googeln und dann habe ich den Wallpaper auch. Das ist keine gute Belohnung für sowas. Da ist bestimmt ein Kickstarter-Logo drauf. Ja. Wenn du 5000 Euro spendest, kriegst du einen eigenen Charakter. 5000? 5000? Ja. Mensch. Kann der auch einen Pulli mit Strohhalm tragen? Der ist 3D-animated. Ja, kannst du?
Ich frage mich, wie schwer es ist, einen Charakter zu animieren, der keine Arme und keine Beine hat. Ob das schwer oder einfach ist. Ziemlich viel darauf achten, dass sein Körper elastisch ist. Und ich meine, wenn der nicht elastisch ist, dann wird das eine sehr traurige Sache. Guck mal, die sind in Hamburg. Ich glaube, ich gehe den mal besuchen. Moin. Ja, moin. Mal rüber rumpen. Wir haben ein Gangster-Schnickschnack über euch berichtet. Den Format, in dem wir alle Indie-Publisher-Entwickler bashen und sagen, die sind doof. An euer Spiel fanden wir gar nicht so doof. Jetzt bin ich hier. Ja, hallo. Gib mir jetzt will ich ins Spiel rein, ohne 5000 Euro zu zahlen. Okay. Okay, sagen die. Okay. Und ein DK-Rap, wenn ich euch einen Zehner gebe. Ich will einen DK-Rap haben über mich. Der CW-Rap. Christian! Ja. Christian Samp, irgendwie so. Christian Samp, oh Gott. Ja, ich will einen Rap über Wasser passt nicht so. Ich will einen Rap. Aber okay, ich will mir die Demo auf jeden Fall mal angucken, so nach dem Schnickschnack hier. Mhm. Und dann meine Meinung auf Twitter kundtun, weil... Twitter ist super. Twitter ist besser, als wenn ich jetzt extra ein Video mache. Richtig. Oder ein Livestream kann ich das machen. Vielleicht ein Livestream, mal gucken. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Projekt. Okay. Leute, in 7 Monaten ist ja schon wieder Weihnachten. So. Endlich. Endlich, wir warten ja alle schon drauf. Ja. Mhm. Wäre es nicht geil, wenn es eine Möglichkeit gäbe, so ein richtig schönes Lebkuchenhaus extrem einfach zu machen? Ja. Die Antwort ist ja. Okay. Eindeutig ja. Okay. Falls ihr euch nicht sicher seid, die Antwort ist ja. Ich spule dieses Video vor, sonst kommen wir nicht voran. Da ist nämlich die Grandmother, not an actress, bla bla bla, wir sind witzig. Jetzt macht er zack, 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 ding, dong, ding, komm, zeigt es uns. Oh mein Gott, es geht so lang. Warum geht es wie so lang für ein Lebkuchenhaus? Okay, so ab 1,47 okay. Kommt so langsam was. Ja, es ist einfach nur, es ist halt, ne, wie man sich vorstellen kann, Lebkuchen, Bausteine zusammenkleistern und dann hast du ein schönes Haus. Okay. Ja, was ist, wo ist das Problem? Das ist ich meine, es fängt ja immer, okay, vielleicht hätte ich aufpassen sollen, aber es fängt ja immer damit ein, dass ein Problem vorgestellt wird, das wir alle kennen. Was ist hier jetzt das Problem? Es ist, glaube ich, so umständlich, dass... Oh, ihr habt ein Smartphone. Ich meine, guck mal hier unten siehst du ja, dass du so solche Ginger Build System, so solche Plastikdinger hast, die das so aneinander halten. Ah, vielleicht sollte ich auch für das Video anzuschauen. Ja, eigentlich ist das Video unten. Ich sehe nur einen Jungen, der in der Nase bohrt. Aber warum braucht man dafür 15.000 Dollar? Ich weiß nicht, ich finde die auch nicht so hübsch. Vielleicht müssen sie noch einen 3D-Drucker kaufen. Okay, hier habe ich einen schönen Vergleich. Das hier unten, wenn man runter scrollt, so Big Fun, start with simple blocks of Graham Crackers and start building, bla bla. Das sieht aus wie Lebkuchenhaus aus Plattenbau. Hingeschissen. Ja, wie Plattenbau halt, hingeschissen. Ja. So ein Gebäude aus dem Nichts entstanden. Wie deine ohne Wohnung. Ohne Liebe, ohne Herz dahinter. Das ist... Also ich bin ja schon ein bisschen in der vorweihnachtlichen Stimmung, wie wahrscheinlich jeder so in dieser Jahreszeit. Selbstverständlich. Ja, natürlich. Aber bei mir kommt da, also da kommt No Emotions. No Emotions hier, das ist hier, ne? Das ist ein Quantic Dream Style, ist das nicht. Das sieht aus wie von Art Attack. Das sieht aus wie von Art Attack gebaut. Art Attack? Ja. Ich glaube sogar Art Attack sah immer alles besser aus. Bedenk also, immer. Wie ein Kind, das Zeug nachbaut. Bedenk immer, dass der Typ von Art Attack heute Stan Marsh synchronisiert. Also wichtig. Ja. 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 Entschuldigung. Das haben wir nicht vergessen. Also Art Attack hat uns irgendetwas etwas gebracht. Ja. Und wenn es der deutsche Sprecher von Stan Marsh ist. Immerhin. Ja. Muss man auch mal respektieren, den Mann. Ja. So. Nein. So gut. Also Bob Garvey hätte hier gerne seine 15.000 für dieses Projekt. Er hat noch 11 Tage. Ich glaube, es wird nichts. Aber 45 Leute haben sich schon gesagt, doch, das finde ich gut. Ich möchte ein Lebkuchenhaus bauen und da möchte ich dann 10 von diesen Plastikfiguren dastehen haben, bevor ich es loslassen kann. Dann muss ich die wieder rausbekommen und dann ist das alles sehr viel einfacher. Ach, das sind nur diese Figürchen? Ja. Ja, die halten dann so die Lebkuchenplatten zusammen. Und warum hält man die nicht einfach fest? Ja, weil das umständlich ist. Ach so. Das Weihnachten steht vor der Tür, Ricky. Man muss auch noch Geschenke kaufen. Du hast doch keine Zeit mehr. Nee, apropos Zeit, können wir mal bei diesem Projekt auch mal über eine Sache reden? Ja. So, ihr wollt also so ein kleines Set, damit man ein Lebkuchenhaus machen kann. Also das wollt ihr erfahren über Kickstarter. Ja. Und ihr macht das im Mai. Ja. Ja, hast du mal überlegt, wo die wohnen? Kann das vielleicht sein, dass dieser Bob Garvey vielleicht irgendwo in der Arktis wohnt?
Und aus irgendwelchen Gründen ist jetzt gerade Weihnachten. Nein, ich glaube auch, da ist Weihnachten zur selben Zeit. Das glaube ich nicht. Nein, und nicht zur selben, aber... Und ich... Also, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass der Weihnachten wegen Christi Geburt ist, so, kann ich mir vorstellen, in Antarktis, die von Christus noch nie gehört haben. Und die feiern einfach jetzt Weihnachten. Die haben auch von Christi gehört. Jeder warum feiern sie dann Weihnachten, wenn sie davon nie gehört haben? Bitte, meine Katze hat keine Ahnung von Christi. Jeder weiß von Christian. Ja. Das glaube ich nicht. Ich wette, es gibt irgendwo Völker auf diesem Land, Erde, Kugel, die sagen, kenne ich nicht. Ich denke, du kannst den Christian nicht kennen. Nein, Christian kennen alle. Okay, ich dachte schon kurz. Ich bin ja the manniest man alive, wie man an meinem Geburtstag feststellen durfte. Also von daher, mich kennt jeder. War auch tough mit dem Bohnen. Das stimmt. Das waren echt, also das waren schon Bohnen. Und es hat gestunken. Es hat gestunken ohne Ende. Aber dadurch wurde ich manniest man alive. Ja, das stimmt. Immerhin etwas. So, also hier unterstützen. Danke. Genau, Early Bird $15, Early Bird $25. Ich glaube, 35 ist der neue, Normalpreis. Naja. Nächstes Projekt, letztes Projekt. Geil, geil. Kennt ihr das? Das Internet ist immer unsicherer und wir brauchen langsam eine Möglichkeit, unendlich viele Passwörter zu generieren. Zu random Passwörter. Moment. Ja. Okay, ja, brauchen wir. So. Hier hat einer eine Idee. Und zwar basiert sie nicht auf digitalen Sachen. Sie basiert. Ist ein Zettel. Es ist ein Zettel, aber es ist nicht nur ein Zettel, es sind ganz viele Zettel und diese Zettel wurden zusammengebunden, dass es ein Buch ist. Ich spuche vor, dieses Vorintro ist bekloppt. Lief das mit den Transferüberweisungen früher nicht auch so? Im frühen Online-Banking? Ähnlich, aber hier ist es halt so, du hast halt ein Buch und komm schon, Video, zeig es. Zeig es, Video. Ja, mach auf. Zeig es mir. Auch ein Zoom? Ich gehe das zu den Bildern. Okay, da sieht man's. Also, wir haben eine Seite, da können wir halt die Webseite reintragen, wir können da den Login eintragen und dann ziehen wir sozusagen mit einem Stift uns ein Passwort über dieses Hexagonfeld. Und so haben wir ein willkürliches Passwort generiert, ohne die Hilfe von digitalem Zeug. Und da das alles nicht digital abgespeichert wird, sondern irgendwo in unserem Tresor rumliegt, ist es auch total sicher. Habe ich mal anmerkt, dass ich das gar nicht mal so dumm finde? Es ist auch gar nicht so dumm, das ist ja das Furchtbare. Es ist das erste Passwortbuch, wo ich sage, das ist sogar gar nicht so blöd. Ja, die Frage ist natürlich, ob man es immer mitnehmen will. Ich hab's nicht verstanden. Wie kann man das denn jetzt nicht verstehen? Ich hab's nicht verstanden. Scroll ein bisschen runter, da siehst du einfach so einen Scan von so einer Seite. Okay. So, und du ziehst dann einfach dir ein Passwort, solange du willst. Im Sinne von, du ziehst halt jetzt wieder unten links von H zu oben rechts komisches Zeichen. Ja, aber... Und diese Linie ist dann dein Passwort. Ja, und woher weiß ich das? Was ist eigentlich dieses leuchtende Teil da links? Wie, du weißt das? Du siehst das auch selbst! Ja, aber woher weiß die Seite das denn? Weiter! Ja, du musst es da einstellen. Weißt nicht, wie du ein Passwort festlegst. Doch, aber... Okay, du gehst jetzt auf YouTube, erstellst einen neuen Account, machst deinen Namen, Ricky ist doof. Und dann sagst du, jetzt brauche ich ein Passwort. Also, gehst du jetzt in dein kleines Büchlein rein, schreibst rein, YouTube, Username, Ricky ist doof, Notes, ich bin doof. Und dann ziehst du da einfach eine Linie und diese Zeichenkette, die rauskommt, gibst du dann bei YouTube ein, wenn du deinen Account erstellst. Und das ist dein Passwort. Ach, das macht er nicht automatisch dann. Alter, das ist ein Buch! Ich hab gedacht, wenn man es da lang zieht, dann ist das automatisch da reingemacht. Das habe ich falsch verstanden, schon gut. Wie denn? Ja, ich hab... Das ist ein Buch. Warte, du nimmst die Kinect-Kamera und die scannt dann in 3D, wie du die Linie ziehst und das wird dann automatisch eingetragen. Nee, ich hab's... Ist ja gut, tut mir leid. Deswegen machst du Krebs. Oh Mann, ey. Ja. Und das ist einfach nur ein Beispiel. Du kannst natürlich auch mit so voll so hier in den Kim aus der Mickey Maus, die geheime Tinte, dass du in einem bestimmten Licht siehst. Kannst du auch machen. Dann sieht halt keiner. Ich bin bescheuert, weil das Buch wird ja keiner klauen. Nö, ich meine, warum soll man unbedingt ein Buch klauen? Du wirst natürlich, wenn jemand dieses Buch klaut, logischerweise hat er dann Zugriff zu allen deinen Webseiten und du hast ja keine Ahnung, wie deine Passwörter sind. Also wie sollst du die ändern? Das stimmt allerdings. Am besten also man zwei muss Bücher. Ich würde dieses Buch auf jeden Fall nicht mit mir rumschleppen wollen. Nee. Weil würde ich auch so nicht, weil es ein Buch ist. Wenn es dann auf einmal irgendwie heißt, oh guck mal, unser ganzes Netzwerk ist gelöscht, dann heulen wir. Ich noch nicht. Nee, du nicht. Du sagst, du hast auch Glück gehabt. Ich auch nicht, ich sag, okay.
Na, dann geht er einfach so rein ins Netzwerk-Account, sagt einfach alle Videos markieren, so unsere, was weiß ich, fast 500.000 Videos und dann löschen. Ich hab Backups. Na denn. Mir ist es egal. Mein neue. Meine neue Videos. Die werden besser als meine alten Videos. Richtig. Oder genau das kann ich auch machen hier, sowas wie. Wir haben das hier. Current Passwort ist Passwort. Dass man vielleicht irgendwie so sich noch einen extra Code ausdenkt. Sowas wie, dass du mehrere Linien ziehst und dann was weiß ich, von rechts nach links irgendwas eingegeben werden muss. Und all so ein Kram. Also ich glaube, man kann das schon so machen, dass selbst wenn man das Buch hat, dass es dann dir nichts bringt. Sollte eigentlich. Du kannst auch einfach da bei der Website irgendwas anderes eingeben, oder? Oder du machst immer das, alles was markiert wird, plus ein Zeichen, der immer fix ist. Sowas wie immer nochmal die Plus-Taste zum Beispiel. Das kann man sich gut merken. Und es ist halt immer diese Zeichenkette plus ein weiteres Zeichen. Und wenn du dieses Zeichen nicht weißt, dass das passt, dann ist das eigentlich kein Problem. Doch, dieses Buch ist großartig, ich brauche das. Das heißt, es hat ja auch schon 7.000, so und so viel von 3.000. Ja, das sind kanadische Dollar. Das sind kanadische Dollar, das ist ja dann, glaube ich, noch wertvoller dann. Und irgendwann kommt das Buch nochmal in zwei, aber in ganz klein und dünn. Und du kannst eine Kreditkarte reinpacken. So, was haben wir denn hier? Mit Strohhalm. Dann kommt das Buch als Tablet. Mit Strohhalm. 18 Dollar. Für 18 Dollar kriegst du das Buch. Das ist fair. Das ist fair, ja. Wie viele Seiten hatten das? Und du kriegst sogar diesen Invisible Ink Pen mit dem UV-Licht. Also das ist gut. Muss ich mir gar kein Mickey Mouse Heft mehr kaufen. Die haben gar nicht mehr. Du kannst nur Max, du kannst nur entweder das kaufen, was du da hast, also um das Ding zu kaufen, und du kriegst jetzt nicht irgendwie sowas wie, ja, und wenn du noch mehr Geld gibst, dann werde ich noch reicher. Okay, 88 Seiten hat das ausgerechnet. Mann, das ist nicht in Deutschland, mein Freund. Leute werden es falsch verstehen. Ja, ja. Sag Christian. Blöder Wichser! Oh, Junge! Okay, wir sind am Ende dieses wundervollen Schnickschnacks gekommen. Da meine Frage an euch beide: Was würdet ihr denn backen? Strohhalm? Eindeutig Strohhalm. Okay, ihr sagt nicht Strohhalm. Und das Buch. Strohhalm und das Buch. Ja. Ich muss mal gucken. Nehme ich die Dashboard. Also, am sinnvollsten, das Einzige, was ich mir wirklich, ich würde es auch nicht backen, ich mache sowas nicht. Aber das Buch, das scheint mir sehr sinnvoll zu sein. Ja. Ich glaube, das wäre eher das Buch, weil bei dem Hoodie halt echt die Angst hätte, dass da wieder Kohlensäure rausgeht. Der Hoodie ist bescheuert. Der kostet $95. Ja, stimmt, der Preis ist auch das. Nein, das Buch ist fair. Das ist vom Preis fair, das ist von der Idee fair. Und der Typ sieht auch aus wie ein trustworthy man. Evelyn Demiroff. Okay, der Name ist wahrscheinlich auch mit dem Buch generiert. Ah, ich habe mich über Namen lustig gemacht. Oh mein Gott. Ha, 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 Crosscode-Puzzle. So, okay, Hashtag. Wir sind durch. Ich würde übrigens auch sagen, das Buch. Wollen wir mal zu Ende. Ja. Ich würde das Buch nehmen. Vielleicht hole ich mir das Buch sogar. Also, wer von euch würde alles Lebkuchen sagen? Dem schreibt es in die Kommentare. Genau, schreibt in die. Nein, wenn ihr findet, dass wir Idioten sind, dann like, comment und subscribe Gaming Clerks und Mythos of Gaming und Ricky Mania. Mania ist falsch geschrieben. Ricky Miana oder so. Es ist mein Main-Account. Das sollst du echt mal ändern. Meinst du? Ja. Ah. Nenn dich einfach in Pricky Ricky oder so. Was? Oh, Pricky Ricky. Pretty Ricky, das wäre doch was. Nein, ich weiß Ricky. Nicht. Da freuen sich die Leute zu sehr und sind da nur enttäuscht. Pretty Ricky. Pretty Ricky. Playing Mario, Pretty Ricky. Geht gerne aufs Klo, Pretty Ricky. Das ist wahr. Klo gehen ist geil. Oh, das ist das geilste Gefühl. Also gut, okay. Also. Ja. Gut. Danke, dass ihr beide dabei wart und danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Woche mit noch. Mist noch. Wird. Tschüss.